Hi, willkommen zurück zu South Park Phone Destroyer. Wir sind im letzten Part an einem Punkt im Stil stehen geblieben, wo ich mir dachte, Alter, ist es dein Ernst? Wir haben nämlich den Bosskampf gegen Kyle gemacht und haben es überhaupt nicht geschafft, da. Und haben es nicht geschafft, ihn klein zu kriegen. Es hat nicht sollen sein. Daraufhin habe ich halt ein bisschen gefarmt. Ich habe ein paar Gratis-Packs gefarmt. Ich habe ein paar Karten gefarmt. Ein bisschen Gold habe ich auch gefarmt und. Yo, wir gucken mal ganz kurz, ob wir denn jetzt eine Chance haben. Oh, Kraftserum. Gönnung. Wobei, das war doch hier für. Oh nein, Aliens. Ich hab das. Oh nein. Ist das Aliens? Ich weiß nicht, wofür ist dieses Teil? Das ist nicht für Wilden Westen, oder? Ja, fuck you, das habe ich so trotzdem gekauft. Officer Barbary. Ich kaufe die Karte aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum das Tablet meint, es müsste die Verbindung abkacken. Keine Ahnung, tut mir leid. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Sachen gefarmt. Ein paar Karten habe ich auch gefarmt und wir gucken uns jetzt mal an, was wir denn so verbessern können. Ne? So, natürlich erstmal ganz wichtig hier. Weitere Upgrades. Erstmal Cartman, damit er endlich mal Level 2 erreicht. Feuerball kriegt einen Aufstieg. Vielleicht kann Terence. Ah, Terence ist noch ein bisschen weiter weg, weil wir die Totenschädel nicht haben. Ist ein kleines Problem. Na gut. Packen wir uns einmal die Katastrophen-Heidi dabei raus. Schmuggler-Ike wird sich gegönnt. Das mehrmals. Kyle verbessern wir. Und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo uns die Kohle ausgeht. Tweak mache ich aber noch. Ja, dann bräuchte ich wieder irgendwie Geld. Ich bräuchte irgendwie wieder eine Methode, um an Geld zu kommen. Habe ich noch genug PvP-Tickets? Hoffen wir es mal, ja. Nein. Es ist ein Update rausgekommen, aber ich habe keine Ahnung, was mir dieses Update bringen soll. Ich habe nur gesehen, hey, nach Spielstart, wenn du unbedingt möchtest, dass du dieses Spiel weiterspielen willst. Und ich dachte mir so, nein, ich will dieses Spiel nicht weiterspielen. LOL! Na, dann guck, dass du gefälligst. Das Update siehst und aktualisierst. Ja. Was genau in diesem Update passiert ist, ist euch sowieso egal und mir, um ehrlich zu sein, auch. Aber hey. So, Verbesserungen gehen übrigens weiter. Trotzdem will ich mal gucken, ob es hier auch noch günstigere Karten oder günstigere Verbesserungen gibt für Karten, die ich nutze. Nein. Hier, 25, ja. Hier zahle ich einen Sheriff-Stern. Nehme ich in Kauf. Dann wollen wir hier mal ein bisschen weitersehen. Oh, ist das hier alles teuer, Alter? Soll ich Ike verbessern oder soll ich auf Cartman gehen? Ich gehe auf Ike. Und dann nochmal auf Heidi. So. Und damit wären die meisten Verbesserungen vom Tisch. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir gegen keine Chance haben mit all diesen Kartenverbesserungen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht. Müssen unsere Karten auf Level 3 sein, damit wir hier eine Chance haben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ging die Schwierigkeit ein bisschen zurück. Vorher war sie ja ganz leicht im roten Bereich. Jetzt ist sie etwas weiter im blauen Bereich. Aber so, das wird ja sowieso keinen Unterschied machen. Aber wir können es aber trotzdem probieren. Gehen wir es an. Und wenn es nicht reicht, muss ich halt eben noch weiterfahren.
Na gut, let's go. Cartman direkt legen. Und Terrence. Wie kann er Cartman legen? Das geht gar nicht. Es können gar nicht zwei Cartmans auf einmal auf dem Feld sein. Das macht gar keinen Sinn. Schon mal daran gedacht? Oder wie sehe ich das? Es macht keinen Sinn. Warum dürfen wir denn nicht zweimal dieselben Karten legen, aber er darf das? Das macht absolut gar keinen Sinn. Aber hey, ich will mich ja nicht aufregen. Zum Beispiel Kyle können wir wirklich überhaupt nicht benutzen. Also absolut überhaupt nicht. Das ist ein bisschen doof. Wir müssen auch gleich auf dieses Drecksplug aufpassen, das eben richtig schnell gerufen werden kann. Wir kennen es ja. So, warten wir kurz auf die weiteren vier Energiepunkte. Genau das Dreckskind meine ich. Genau das Dreckskind meine ich. Und ich weiß nicht, dieses Kind rennt ja direkt zum Anführer. Warten wir kurz auf, weiß nicht, weitere Karten seinerseits. Mach, dass du wegkommst, Mann. Ich warne dich, Junge. Ja, ich sehe schon, dass Ike jetzt gerade im Schussfeld ist. Aber juckt nicht! Und es geht weiter. Wir kommen weiter voran. So gut standen wir bisher noch nie da, glaube ich. Das ist echt schon ein riesiges Wunder. Dass wir es momentan so weit schaffen. Und Cartman lebt immer noch, die geile Sau. Das große Problem daran ist, oder das große Problem daran, Kyle nicht nutzen zu dürfen, ist, dass wir seinen Stärke-Push nicht nutzen können. Wir können das volle Potenzial unseres Teams also nicht ausschöpfen. Das finde ich schon ein bisschen unfair. Die ganze Zeit sagt uns das Spiel, hey, nein, du darfst nicht zwei Karten desselben Charakters benutzen. Und auf einmal dürfen zweimal gleichzeitig Cartman auf dem Feld sein. Und das macht alles gar keinen Sinn. Feuerball, Junge! Fuck, da ist das Drecksvieh. Nein, 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 nein. Ich hasse diese Kacke. Es ist halt so unfair. Lassen wir die kurz mal zu uns kommen. Alter, ich sehe gerade, ey, Mimsy ist wirklich, arm dran, der Typ. Damals war der extrem krass, aber jetzt, guckt euch den mal jetzt an. Gott, das ist zu stark für uns. So, geht der jetzt zum Anführer? Soll er ja eigentlich immer, tut er aber nicht. Geil. Hmm.
Ah, dein scheiß Ernst, Alter. Ja, jetzt ist wieder vorbei. Jetzt ist wieder vorbei. Es tut mir leid, ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da gar nichts gegen machen. Es tut mir leid. Na, also. Ich komme nicht dran. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt kommt dieses Drecksvieh zu mir und... Ja. Ich kann da gar nichts... Ich kann da nichts... Ich kann da nichts gegen machen. Ne, also es ist richtig unfair. Es ist richtig unfair. Es ist ein richtig unfairer Kampf, dass man Keil nicht benutzen darf, weißt du. Aber dann darfst du mehrmals dann Karten benutzen. Das ist richtig schlecht so. Das ist ein richtig schlechter Kampf. Das ist richtig schlecht. Das braucht mir keiner zu erzählen. Das ist richtig schlecht. Ja, also, das kann nicht sein, ne? Ich weiß nicht. Also es macht keinen Spaß. Also es macht gar keinen Spaß hier, ne? Weiß ich nicht. Vor allem der Drahtzieher, dass wir immer verlieren, ist dieses verdammte Mistvieh hier. Dieses Mistvieh von Dreckskind. Es ist immer der Drahtzieher, warum wir diesen Kampf verlieren. Immer, immer. Weil dieses Mistvieh immer zu mir rennt und mich halt dann platt macht. Ich kann da nichts gegen machen. Ne, also es tut mir wirklich leid, aber ich kann da nichts gegen tun. Der Kampf ist einfach nur zum Kotzen. Und ich denke, das sieht man auch. Dass der Kampf keinen Spaß macht, sollte klar sein. Trotzdem finde ich es gerade verdammt genial, dass wir so schnell an die letzte Phase von Keil kamen. Das wird aber alles sowieso nichts bringen. Gut ist, wir können Keil jetzt anhand von Karten so ein bisschen hochpushen, aber... Ob wir überhaupt drüber kommen, ist die Frage. Ne. Jetzt kommen wir rüber und jetzt sollte es gewonnen sein. Ey, das ist doch so ein Dreckskampf. Ich check diesen Kampf einfach nicht. Es tut mir leid. Ja, danke schön. Was für ein Dreckskampf. Ey, dreckigster, schlechtester Kampf im ganzen Spiel. Schwer ist er ja. Also der Kampf ist gar nicht so schwer, wie man denkt, weil du musst halt einfach nur das Ganze alles wegtanken und dann kommst du auch nach vorne und schlägst ihn halt Balken um Balken weg. Sobald aber dieses Dreckskind von ihm gerufen wird und dann quasi direkt zu mir läuft, dann ist vorbei. So, ich kann dieses Kind nicht verteidigen, weil mir dafür entweder dann das die Energie fehlt oder weil dieses Kind zu schnell zu mir läuft und ich kann er halt nicht so schnell reagieren oder auch selbst wenn ich die Ratten oder die Tauben rufe, ist das Kind nicht so schnell kaputt. Also ich krieg's nicht, ey. Das ist... Keine Ahnung. Der Kampf macht absolut gar keinen Spaß, so. Kann mir keiner erzählen. Na gut, der heilige Pfad. Find's ja schon mal gut, dass wir trotzdem weitergekommen sind als sonst. Oder generell, dass wir überhaupt weitergekommen sind. Ich habe das Let's Play hier schon in die Brüche gehen sehen, weil... Jetzt noch mehr Zeit aufzuwenden, um... Ich weiß es nicht. Jetzt noch mehr Zeit aufzuwenden, um... mein Levelniveau weiter zu pushen, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf eigentlich. Kann man das verstehen? Vielleicht? Ich weiß es nicht.
Na, wisst ihr, also, wie gesagt. Nochmal weitere 2 Spielstunden oder vielleicht sogar mehr aufzubrauchen, um in diesem Keilkampf weiterzukommen. So, was juckt mich das denn? Grinden schön und gut, ja. Aber irgendwann muss man doch mal gut sein. So, meiner Meinung nach habe ich halt schon genug gelevelt oder genug gefarmt. Die meisten meiner Karten sind hier Level 2. Und mehr kannst du eigentlich jetzt gerade gar nicht erwarten. Es ist an der Zeit für meinen wütendsten religiösen Krieger. Macht euch bereit! Chorknabe Butters, der, by the way, eine Menge Angriff hat. Ist ja auch ein Krieger. Die Sau. Ja, Chorknabe Butters. Ich würde es ganz gerne mal seinen Effekt sehen. Ich bin's, Chorknabe Butters. Ja, moin. Was kannst du denn? Todeswunsch verleiht dir ein wenig zusätzliche Energie. Alter, Cartman lebt ja immer noch. Ich meine Kyle. Ah! Ich habe nur Cartman sterben sehen und dachte, okay, jetzt ist Kyle auch noch gleich dran, aber Kyle hat echt lang durchgehalten. Aber gut. Sehr schön, noch mehr Geld. Sehr gut. Je mehr Geld, desto besser. Na gut, wisst ihr, was ich sagen würde? Ach, kacke, jetzt wird's wieder richtig schwer. Obwohl das letzte Level eigentlich ziemlich easy war, war es nicht so richtig mittlerer, blauer Bereich. Keine Ahnung. Jedenfalls, danke fürs Zusehen. Wir haben den cringigsten Kampf für diesen Moment in diesem Spiel hinter uns gebracht. Und beim nächsten Mal wird's hoffentlich genauso cringe. Darauf hoffe ich. Und zwar sehr. Macht's gut, haut rein. Ciao.